schauen wir mal. Weil ich irgendwie oft mit dem Schrottplatzbesitzer geredet habe und letztendlich kriegt man sein altes eigenes Auto wieder, aber keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah, da sind sie ja. Sie kommen wie gerufen, mein Sohn. Ich bin gekommen, um mehr über den Regenmantelmörder zu erfahren. Nicht so hastig. Eile auf dem Schlachtfeld ist nur tödlich. Wenn du nicht sterben willst, musst du methodisch vorgehen, mein Sohn. Tja. Auf jeden Fall ist es wirklich ein riesiger Schrotthaufen. Puh. Mein Sohn, du bist der Einzige, der in diesem Schätzen Schrott sieht. Ach so, ich glaube, das haben wir gesagt vorher. Ich weiß es nicht mehr. Der Waffenladen müsste nachts offen sein, 9 oder 10 PM. Irgendwie so, ja, aber warum sieht man das nicht? Schau genauer hin. Direkt vor deiner Nase ist genau das, wonach du suchst. Hm? Hä? Mach doch die Augen auf, dein Auto. Hier liegen jede Menge Teile, die noch gut zu gebrauchen sind. Wenn du bereit bist, dir die Hände schmutzig zu machen, findest du brauchbare Teile für dein Auto. Was hältst du davon? Einkaufen. Glauben Sie, Sie kommen damit klar? Oder hat er das gesagt? Ah, ich kann hier einfach Autos kaufen. Ach, guck mal. Auto von Diane. Das sind die ganzen einzelnen Autos von den einzelnen Bewohnern. Und Leuchtsignale. Okay. Die sind gar nicht mal so teuer. Welcher ist denn der teuerste? Cool, den teuersten können wir uns leisten. 3333, der Woodland, das Auto von Kaysen. Ach, der Pickup-Truck. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt will. Ich will eher was mit mehr... Warte mal, PS-Zahl, genau. PS-Zahl stark oder irgendwas müsste... Schauen wir mal. Gering, gering, normal, normal. Es kann sein, dass ich jetzt nur relativ langweilige Autos... Ach so, warte mal. Tempo. Tempo hoch. Tempo hoch. Auto von Ascher, der Arzt. Der Gerichtsvollzieher Arzt. Vollzieher sage ich schon, Mediziner. Der hat bestimmt ein cooles Auto, der Ascher. Bin ich gespannt. Ich glaube, das kaufen wir. Kaufen wir jetzt wirklich sein Auto? Ich glaube eher, wir kaufen das gleiche Modell, oder? Der Metzger. Auch schön. Wo kriege ich das Auto jetzt? So, ich schätze mal, der Schrottplatz ist gleichzeitig ein bisschen Labyrinth. Kann man nämlich ein paar Karten und andere coole Sachen finden, glaube ich. Gehen wir mal noch nicht. Viel gibt es hier, glaube ich, nicht zu holen, aber schauen wir uns mal um. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir im Grunde so ein bisschen richtig von der Leine genommen werden, oder? York's Car, das ist unser Auto. Aber das kriegen wir irgendwie erst ganz am Schluss. Ich weiß aber nicht mehr genau, was wir dafür machen müssen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Agentenauszeichnung. Können wir da durch? Nee, schade. Sah ein bisschen so aus. Die Karte kann man eh ganz gut als Labyrinth-Map nutzen im Grunde. Das funktioniert ganz gut. Dass man mit deren Hilfe hier durchnavigiert, glaube ich. Oh, sagte ich und dann war da schon ein Zaun, der nicht in der Karte eingezeichnet ist. Aber geht trotzdem, da kommen wir vorbei. The General, an den kann ich mich erinnern. So, es ist 11 Uhr. Es ist ge-11-nau Uhr. Glaube ich schon wieder einen Hund knurren oder sowas, oder?
Na gut. Irgendwie ist hier sonst nichts, oder? Ich habe auch nicht die Teile gefunden, von denen der geredet hat für mein Auto. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich glaube, ich muss eigentlich irgendwelche Herausforderungen machen. Irgendwas. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Und der Schrottplatzkerl hat mir auch nicht gerade hilfreiche Informationen gegeben. Insofern, keine Ahnung. Hallo, Werderhock, wie geht's? Wenn er mit der Stange was zerstört, klingt das wie ein Laserschwert. Cool. Na gut. Ah, warte mal, da steht offen. Kann ich da auch irgendwo reingehen? Oder heißt das nur, dass der draußen sitzt? Er ist der Laden quasi. Ich verstehe. Okay. Aber wie kriege ich jetzt mein neues Auto? Das würde mich interessieren. Weil da draußen... Ah, da steht er. Ja. Habe ich doch gewusst, dass Ascher sowas in der Art hat. Das Auto passt zu ihm. Mit dem Goldkettchen und so. Der Arzt mit dem Goldkettchen, der fährt natürlich so ein weißes Cabrio. Das ist das Polizeiauto, aber schneller. Obwohl, oh mein Gott. Okay, what? Okay, okay, ja. Der ist absolut irre. Oh, da läuft sogar andere Musik, wenn ich mit dem Auto fahre. Habe ich die Musik leider so leise gemacht. Warte mal, dann muss ich jetzt fast die Musik doch wieder ein bisschen lauter machen. Mir geht's auch ganz gut, danke. Ach, wenn das Spiel mir nicht ganz so schlecht abgemischt wäre. Aber machen wir die Musik mal doch wieder auf. Ich trau mich mal, die auf 50 zu schieben. Nein. Ich will die Einstellungen übernehmen und will die Änderungen speichern. Genau. Immer noch sehr leise, das Radio. Naja. Anyway, Zach, there aren't many young women left in this town. Even Emily could be targeted next. I can't rule that out. All the more reason to catch the Raincoat Killer ASAP. And that means working closely together. We can work out the Emily situation later. Don't get me wrong, Zach. I mean, I'm not interested in Emily because she's female or anything. I'm just saying she's interesting. You know, as in interesting person. But by looking at her, she reminds me of something I used to feel. That's all. Like back when I first met you. You know, that feeling we all used to feel back when we were kids? Feeling safe while also feeling a need to protect, that kind of feeling. But Zach, who made me feel that back then? Anyways, we're getting closer one step at a time to cracking this case. I have a feeling it's going to get tough. Okay, wir sind jetzt zufällig beim Friedhof angekommen. Ich wollte eigentlich noch gar nicht zum Friedhof. Aber jetzt, wo wir hier sind, machen wir das auch. Würde ich sagen. Ich wollte mich eigentlich echt noch ein bisschen umschauen, mit ein paar Leuten reden, vielleicht noch ein paar gruselige Geistergeschichten hören. Just as Harry said, it's crowded and quiet. Uh-oh, creepy Pupipi. Der Totengräber ist wirklich so eine Karikatur. Hey Brian. Von einem Totengräber, ich find's super. Agent. Mr. Agent, how are you? Oh, not bad. I'm, just playing a little game with Harry. Game? A game? Is that fun? We've only just started, Brian. The fun is about to begin. I'd like to ask you something, actually. Is there a tree in the graveyard that drops red seeds? Vielleicht seeds. Der auffällige rote Baum, den wir im Hintergrund red seeds. Gesehen haben. That tree does. And that one. And that one too. All red seeds. Okay. Es ist 11.11 Uhr und es wird schon wieder monströs. So kommen wir scheinbar nicht so einfach rein. Wir müssen natürlich wieder einen anderen Weg suchen. Und ich erwarte monströsen Widerstand. Ah ja, da kommt schon der Erste mit der Schaufel.
Aber wir haben ja jetzt unsere Schrotflinte. Lebt er noch? Das sah gemein aus. Das wollte ich nicht. Oh-oh. Time to die. 10 mm Automatikkugel. Komm, wir haben keine Zeit. Wir müssen hier durch. Los. Die kommen von hinten, von vorn, von überall. Die haben auch Schrotflinten. Ich krieg so viel Maschinengewehrmunition, dass es lächerlich ist. Vielleicht sollte ich doch lieber das Maschinengewehr... Vielleicht. Amazing. Ist die tot oder noch nicht? Ich glaube schon, da kommt noch einer. Yes. Kommen immer mehr, Francis. Wir müssen weiter. Nimm das schnell in deinen Kasten und dann laufen wir. Lauf wie der Wind. Ah, wir können nicht schnell genug laufen. Der Wind ist zu langsam. Okay. Oh, nein, jetzt sind wir hier in einer blöden Situation. Ich hätte nicht so viel laufen sollen, glaube ich. Wo sollen wir jetzt hinflüchten? Okay, das ist gut. Okay, jetzt durch. Nachladen schnell. Puh, da müssen wir jetzt echt schnell sein. Laufen. Einfach laufen. Einfach laufen. Oh, ich stehe zu nah dran. Ach, dammit. Ein Schieberrätsel. Das wird ja richtig Zelda-esk hier. Okay. Wir haben es geschafft. Holy Potato. Ja, das Auto ist komisch, ey. Let's get back to Harry's. The reward better be good. Okay, wir wissen jetzt, wo die roten Samen herkommen. Sie kommen but you know, hier. About these seeds. They were right here under my nose. Kommen von hier. It's as if I was carefully carrying a bottle of water while walking in a pool. We're learning the countryside version of common sense the hard way, Zach. Kommen von hier alle roten Samen, die wir auch in den vergangenen Fällen gefunden haben, die uns letztendlich hierher geführt haben? Ist das hier die rote Samenplantage auf dem Friedhof von Greenwill? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Punkt, Punkt, Punkt. Knochen. Linker Fußknochen. A human bone? This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone know? So. Hallo, Hündchen. Kann man die irgendwie füttern oder so? Nö. Der steht einfach nur da und bellt. Kann ich jetzt hier wenigstens wieder raus oder muss ich wieder den langen Monsterweg nehmen? Ja, ich muss den langen... Aber wahrscheinlich ist er kein Monsterweg mehr, der lange Weg. Ah, jetzt haben wir wieder ein Limit. Jetzt müssen wir zwischen 8 und 1... Aber theoretisch müssten wir da nicht unbedingt heute hin. Und außerdem haben wir... Die Zeit vergeht eh so langsam mit dem Spiel. Also wenn wir auf dem Weg noch irgendwas Interessantes finden, könnten wir das auf jeden Fall erledigen. Time to die. Ich speichere mal schnell. Spiel gespeichert. Hier ist ein Bett draußen. Nicht schlecht. Und hier sind grüne Tomaten.
Ich glaube, ich will gar keine grünen Tomaten. Ich will mir das Inventar gar nicht so zumüllen. Mehr Landsquids! Mach den Chat voll mit Landsquids! Ich leg noch einen Pümpel oben drauf oder zwei. Yeah, okay. Böse, böse Samen. Ich werde sie nicht anfassen. Okay, dokeli. Da glitzert was im offenen Grab. Dieses Grab wurde ausgebuddelt. Wieso tut jemand nur sowas? Aha. Okay. Relevant irgendwie für unseren Fall? Fragezeichen? Wer weiß. Die Invasion der Landsquid-Emojis. Hey, kann man eigentlich die Abo-Emojis von einem Kanal überall posten dann? Oder wie funktioniert das eigentlich? So. Drehen wir mal eine Runde. Machen wir mal eine Spritztour mit unserem neuen, absolut unkontrollierbaren Auto. Ja, kann man. Ah ja, das ist ja cool. Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Ist das der Geistertunnel, von dem die Rede war? Ich meine, der ist schon ganz schön verfallen und so. Ich finde, der sollte gesperrt werden. Wenn da irgendwie so Brocken von der Decke fallen, das ist irgendwie gefährlich. Ich glaube, das ist der. Dann, ja komm. Dann, wenn wir schon hier sind, machen wir das mal. Wie viele Streams ich aus Versehen schon mit Landsquids versehen habe. Na, warum denn aus Versehen? Ist doch cool. Spread the word! Das ist der berühmte Spukort, von dem sie geredet haben. Ich könnte es mal hier probieren. Probieren wir es aus. Spawnen hier neue Gegner oder sind die, muss ich nur die töten, die da sind? Was habe ich davon, wenn ich das mache? Fragen über Fragen. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, glaube ich. Läuft ganz gut bis jetzt. Cool. Ey, der Bob Ross Emoji ist ja cool. Haben wir gewonnen? Haben wir es durchgespielt? War's das schon? Wer weiß. Geh mal in den leuchtenden Ring. Geh ins Licht, York. Vielleicht laden wir vorher kurz nach. Okay. Oder kommt jetzt Stufe 2? Ach so, wir sollten nicht weitergehen. Gehen wir woanders hin, Zack. Kein Problem. Sind wir jetzt wieder gegangen oder wärst du noch weitergegangen? Hätte ich noch. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ist das jetzt abgeschlossen? Nee, die Markierung ist noch da. Ja, dann gehen wir nochmal rein jetzt. Ich will das jetzt machen. Machen wir jetzt zu Ende. Bis zum bitteren Ende. Ich will nämlich wissen, ob man den durchspielen kann. Keine Ahnung. Bob Ross ist einer der meisten geschauten Nicht-Gaming... Ach, wird da wirklich Bob Ross gestreamt den ganzen Tag? Oder wie? Ist das wirklich ein Bob Ross-Kanal? Das ist ja super. Kann ich verstehen, dass der gestreamt wird ohne Ende. Das wusste ich gar nicht. So, und was passiert, wenn ich die jetzt einfach stehen lasse und gleich ins Licht renne?
Bleiben wir zusammen. Huh. Irgendwie komisch, ich versteh's nicht ganz. Kann man hier reinkommen, um ein bisschen Munition zu farmen? Oder wenn man einfach so kleine Mini-Arena-Kämpfe machen will? Oder warum? Was? Kann man das abschließen überhaupt? Hört nicht auf das Hütchen. Wo zielst du denn hin? Nice shot. Wenn man kriegt mehr Munition, als man raushaut. Und? Und? Man kriegt auch noch Heilmittel. Deswegen vielleicht ist das wirklich nur so ein Farming-Ort oder ich weiß es nicht. Mein Kasten ist voll und mein Inventar ist voll. Also Munition haben wir. So, und wenn ich jetzt sage, wir sollten, bleiben wir zusammen, dann bin ich einfach wieder hier. Okay. Wer ist Bob Ross eigentlich genau? Das ist ein super chilliger Maler, der immer wieder die gleichen Bilder malt, im Grunde, mit seiner ganz speziellen patentierten Spachteltechnik. Ich weiß nicht, ob die patentiert ist, wahrscheinlich nicht. Der steht da immer mit seinem Afro und seinem Bart und redet immer mit so ganz ruhiger Stimme und erzählt irgendwas, während er Bilder malt. Und erzählt dann immer Geschichten von seinen Gemälden, die er gerade malt. Und sagt immer, here we have a old little tree. A old little tree? Na, warum nicht? A big old tree. He has seen a lot of things in his life. Und man zieht sich das an und ist tiefenentspannt. Das ist im Grunde Bob Ross im Kern. Und dann macht er wieder irgendeinen riesigen Klecks auf das Bild. Und man denkt sich, was macht er denn? Jetzt hat es versaut, das sah so gut aus. Und dann macht er mit seinen Spachtel und plötzlich ist da ein voll geiler Baum. So ungefähr funktioniert das. So. Where shall we go next? Where shall we go next? Das ist die Frage. Mein Gott, dieses Auto, ey. Mein Gott, was habe ich getan? Ich glaube, wir müssen uns mal noch ein anderes Auto kaufen. Beim Schrottplatz. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Wo kann ich denn meine Autos wechseln? Ich habe ja schon... Also kann ich, wenn ich mir jetzt noch eins kaufe... Ich weiß nicht, vielleicht können wir uns noch ein billiges leisten. Kann ich die dann einfach durchtauschen irgendwo oder wie? Weil ich hätte vielleicht gern eins, das man ein bisschen steuern kann. Das wäre schon gut. Was, der Angry Video Game Nerd hat ein Bob Ross Video gemacht? Das wusste ich gar nicht. Ich habe schon lange überlegt, ob ich ein Bob Ross Let's Play Format machen soll. Aber ich bin unsicher. Aber ich denke mir immer, das wäre doch eine coole Idee. Man spielt extra chillige Spiele mit chilligem Soundtrack, wo nichts Lautes passiert, die ganz ruhig sind. Und ich kommentiere nur mit ganz ruhiger Stimme, ganz gelassen, ganz gechillt. Kein Schreien oder kein What? Und extra Let's Plays zum Einschlafen und Entspannen. Vielleicht muss ich das wirklich mal machen. Okay, einkaufen. Jetzt will ich kurz schauen. Ich glaube, das Auto, das wir jetzt besitzen, ist nicht mehr in dieser Liste. Okay. Wir haben noch $3000. Ich will mal ein Auto mit einer super leichten Handhabung. Der Apple Star. Von Thomas das Auto. Kaufen wir den Apple Star von Thomas. Dann sind wir relativ pleite, aber dafür haben wir den Apple Star. Ah, und da draußen stehen jetzt aber beide Autos von uns. Der Apple Star ist quasi ein Käfer oder eine Ente oder irgendwas Vergleichbares. Cool. Denn normalen Let's Plays sind mir eigentlich super gut. Bitte nicht so. Naja, nicht nur natürlich. Nicht nur. Als Format.
Ein Bob Ross Gameplay musst du definitiv machen. Das wäre genial. Aus dem Grund lasse ich abends manchmal deine Dwarf Fortress Let's Plays laufen. Ja, genau. Sowas wie Dwarf Fortress würde sich gut eignen. Vielleicht auch Kerbal Space Program. Nur die Starts, habe ich mir gedacht. Die sind oft zu laut. Da müsste man aufpassen. Zack, if you notice anything, just stop me. Aber weißt du, dieses chillige im Weltraum rumfliegen, das hat auch immer so einen chilligen Soundtrack und man ist dann so in den Weiten des Weltalls auf seiner Reise von A nach B. Und das wäre schon auch gutes Chill-Material. Und natürlich sowas wie, wie heißt denn das? Es gibt viele Spiele, die irgendwie so audiovisuell ganz chillig, ganz schön und gelassen sind. Das könnte man echt cool machen, glaube ich. Vielleicht mache ich das wirklich. Ich glaube, ich muss das machen. Irgendwann. Vielleicht schon morgen. Nee, morgen sicher nicht. Vielleicht irgendwann. Es steuert sich immer noch furchtbar, dieses Auto. Aber besser. Auf jeden Fall. Das ist echt cool. Wenn jetzt der Benzintank leer ist, kaufe ich mir einfach jedes Mal neue Autos. Eine gute Idee. FBI zahlt. Sollte mal auf die Karte schauen, weil ich habe gerade keine Ahnung, wo ich gerade hinfahre. Ah ja gut, da wären Charaktere. Mit denen könnte man vielleicht reden. Von Jim Green habe ich die Sammelkarte noch nicht. Warum nicht? Hier hinten ist eine Karte. Hier ist ein Knochen, den man sammeln kann. Hier kann man angeln. Aber von da kommt man dann nicht mehr so leicht weg, leider. Da müssen wir den ganzen Weg zurückfahren. Jetzt sind wir schon fast da. Jetzt machen wir es. Oh, falsche Taste. Hier in dem Auto läuft auch super chillige, entspannte Musik. Finde ich echt witzig, dass dieses Auto seinen eigenen Soundtrack hat. Thomas fährt also so eine kleine Ente, so einen kleinen Käfer oder sowas. Mit super entspannter Pianomusik drin. Ups, umgefallen. So ist es mit kleinen Käferenten. Oh Gott sei Dank. Oh oh, es ist so bewölkt gerade. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen. Regen bedeutet in der Stadt immer Probleme bis jetzt. Jeder Mord ist bis jetzt bei Regen passiert. Immer wenn es regnet, haben wir den Salat. Den unguten Salat. Offen. Ah, cool. Ich kann sogar da wirklich rein. Schauen wir mal, ob die Nebenquests für uns haben vielleicht. Die Zwillinge haben bestimmt super weirde Lebensquests. Was? Nebenquests. Wenn die welche haben. Aufbausimulation. Ja, genau, sowas wäre auch echt super geeignet. Oder durch die Spielwelt spazieren. Ja, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ach so, als Unsichtbarer gemoddet in Skyrim. Ja, vielleicht, das stimmt. Weil bei solchen Spielen habe ich dann immer Angst, weil es soll ja wirklich was sehr Entspanntes sein, wo man auch einschlafen kann. Und wenn dann plötzlich ein Drache kommt und ganz laut brüllt, dann ist es wieder scheiße. Dann wird man wachgerüttelt und so. Das soll ja nicht sein. Genau das Gegenteil. Ist ja der Plan. Ich will die Göttin wiedersehen. Ich will wieder in den Wald gehen. We saw someone. We really did. Isaac? Isaiah? What exactly did you see? Someone in the forest. Standing under Anna's tree. Not a goddess. A little different. A ghost? Yeah, maybe it was a ghost. Ghost? What makes you think that? We found this on the ground there. Would a ghost drop this? Aha, die haben irgendwie wichtige Beweismittel. Ein Bild. Unscharf. Let me see. It's blurry and out of focus. I can make out two people, but not their faces. So that's why they think it was a ghost. But then who was under Anna's tree? Nummer 12, wir haben einen Fall gefunden. Jemand im Wald. Coolio. Jemand, noch jemand war bei dem Baum von Anna. Jemand spazierte am frühen Nachmittag mit schönem Wetter durch Annas Wald. Geben Sie dieser Person das unscharfe Bild. Sagen Sie den Zwillingen Bescheid, sobald Sie wissen, wer der Geist ist.
Ah, okay. Rimworld mit den Patreons als Bewohnern. Wenn, dann würde ich Dwarf Fortress weiterspielen. Ich habe ja da schon angefangen, wie ihr vielleicht wisst, mit Patreons als Bewohnern. Und dann sind alle gestorben, weil so ein Werwolf, irgendein Wehrviech ist gekommen. Aber die Welt existiert noch und es sind nicht alle Patreons gestorben. Ich habe die Welt ein bisschen weiter simulieren lassen und viele von den Überlebenden sind ausgewandert und sind in nahegelegene Zwergenstädte. Ich wollte schon lange mal ein Video drüber machen, was mit den Überlebenden passiert ist und wie die heute so leben. Und, wenn mich nicht alles täuscht, durchstreift Zakorak, glaube ich, als Wehrbestie immer noch die Welt. Es wäre ziemlich interessant, da noch ein bisschen weiterzuspielen, eine neue Siedlung zu gründen und vielleicht kommen alte Patreons als Migranten oder aber alte Patreons kommen als gefährliche Bestien und bedrohen uns. Man weiß es nicht, aber irgendwie sowas wäre schon cool. Oder schon allein, um die Geschichte zu erzählen, wie es weiterging nach Dwarf Fortress, weil da gibt es viele interessante Geschichten. Zwei Patreons haben geheiratet, aber die wohnen jetzt irgendwo in einer großen Zwergenstadt und haben da geheiratet. Zum Beispiel. Und das ist halt eben an Dwarf Fortress so genial, weil eben nicht nur die Map und nicht nur die Figuren auf der Map, sondern so eine übergreifende Jahrhunderte bis Jahrtausend Jahre lange Welt generiert wird, die immer weitergeht. Und wo unglaublich viel im Hintergrund simuliert wird. Deswegen wäre das schon cool. Okay. Die Jungs sind neuerdings beim Lernen eifriger. Sie scheinen im Wald etwas gesehen zu haben. Was es auch ist, ich bin froh, dass es mit ihnen vorwärts geht. Na gut, jetzt sind wir hier, glaube ich, fertig, oder? Wollen wir uns noch ein bisschen umsehen bei ihm? Speichern könnten wir hier. Ich glaube, ich habe gerade die Hintertür genommen. Na, dann schauen wir uns nicht mehr um. Noch eine Ladezeit nehmen wir nicht im Kauf, dazu wird das wie ein Badezimmer sehen oder sowas. Der in Green Whale seltene Fisch, dessen Text nur so kurz angezeigt wird, dass noch nie jemand vollständig lesen konnte, was da steht.